So, und da sind wir auch und jetzt sind wir beim Boss, ja? Boss, Captain Brett. Okay, bis hierher hast du es geschafft. Jetzt musst du dich dem Boss dieses Gebiets stellen. Da ich Wasser so sehr liebe, ist das einer meiner absoluten Favoriten. Ich glaube, du schaffst das. Also mach hin. Also mach hin. Okay. Gut. In dieser Folge machen wir den Boss und dann haben wir Sand abgeschlossen. Boss! Schauen wir mal. Before you go into this death match, where only one team can prevail, I want to read you some uplifting poetry. Burn, worm, burn. It's not a particularly long poem, nor is it a particularly helpful one. But my five-year-old niece was adamant I read you her work. You cannot bring down a seagull with a frozen carrot, but you can cosh a rabbit with one. The right weapon for the right enemy. Why are you so eager to get hurt? It's madness. They're taunting because they know the hazards that you don't. A clue. Think of the enemies as goldfish that have shuffled off their mortal bowls. They need flushing. There's more to this skirmish than meets the retina. Tread carefully. Okay. I'm on it. Das wird lustig. Wir haben auch nur bestimmte Waffen zur Auswahl. So, hier ist auf jeden Fall der hier. Was? Jo. Ja. Gleich Fehler gemacht. Gleich den größten Fehler gemacht überhaupt. So. Also wir haben nur ein paar Waffen und sollen die jetzt alle nacheinander töten dann. Ja, sollte ja theoretisch einfach sein. Ich bin aber trotzdem zu blöd dafür. Na also, es geht doch. So sollte das gemacht werden. Ja, so. Jetzt haben wir nämlich einen Feind weg. Tschüssikowski. Und ja, wir sind weiterhin dran. Tötet er uns jetzt? Nein, er skippt. Das ist sehr gut. Oder habe ich dafür gerade die falsche Waffe genommen? Hätte ich hierfür vielleicht doch, habe ich jetzt gerade die falsche Waffe dafür für den benutzt, oder was? Weil für den hier brauche ich einen Stupser. Ich glaube für den... Ach so, wir haben es unendlich, nur dann. Tschüss. So. Jetzt ist noch Sonnenbrille da. Ich glaube, für den brauchen wir aber auch nochmal den Baseballschläger. Sollten wir vielleicht doch für den ersten Wurm, der hier die Drachenfaust genommen haben. Die Flammenfaust. Uff. Naja. Soll ja auch mal vorkommen. So. Hopp. Genau. Spring hoch. Genau. Wunderbar. So. Nein, nicht die Flammenfaust. Genau. Ja, und ich glaube, das ist jetzt unser Tod. Ach nee, Hauptmann Planke ist dran. Ich glaube, wir machen das gerade mit Sicherheit nicht so, wie es geplant ist. Das kann ich euch sagen. Aber wir machen es jedenfalls. Ich hätte den da oben ans Handy schießen sollen, ey. Och, Mann. Oh Gott, oh Gott. Ein bisschen überlegen ist vielleicht immer keine schlechte Idee. If this is hit with an explosive, we've got a Class A flush out situation. Handy. They won't like it one tiny bit. Then, you're free to pick off the survivors, like dogs eating cats on lolly sticks. Okay. Also, Hauptmann Planke ist noch da. Der darf jetzt natürlich angreifen. Wird wahrscheinlich Schrotflinte nehmen und wieder versuchen drauf zu ballern, aber gut, was soll's. Jetzt sind wir schon mal recht weit gekommen. Dann schauen wir mal, was wir da oben noch als Waffe bekommen. Vielleicht ja irgendwie ein paar Sucher oder sowas. Vielleicht auch nicht. So, wir bekommen, ja, die Bazooka, wunderbar. Damit können wir noch arbeiten.
So. Und Attacke! So, das Wasser macht jetzt alle Wachtürme weg. Das ist sehr gut. So, und das rollt jetzt so daher. Sehr schön. Gibt uns das auch die Möglichkeit, da unten her zu laufen? Das ist die bessere Frage, glaube ich. Nö. Das heißt also, wir müssen mit dem Fallschirm echt gut fliegen. Okay, das gibt jetzt nochmal vielleicht eine größere Schwierigkeit, als wir denken können. Das wird ein interessanter Zug, so viel ist klar. So. Hey, Hauptmann Planke, du bist dran. Komm, ey! Nö. Nö. So. Dann schauen wir mal, Kühnzi. Muss da noch was Gutes hier reinhauen. Muss jetzt mal was Gutes funktionieren hier. So. Okay. Ah, okay. Das funktioniert natürlich einwandfrei. Sind angekommen. Und jetzt Dynamit. Eine schöne Waffe. Damit sollte er ja theoretisch erledigt sein. Wir sind weg. Er ist erledigt. Wir haben gewonnen. Sehr schön. That was firm but fair. And if the losers want to complain about rough treatment, they can do so via a Ouija board. Yes? Ha-ha! Sehr gut! Mission gemeistert, Glückwunsch, Künzi! Du hast dir mit deiner hervorragenden Leistung eine Goldmedaille verdient. 2 Minuten 30 und 140 Credits. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Gut, das ging jetzt eigentlich sehr schnell. So, und es geht zu einer neuen Kampagne. Und zwar in was war's? In den Gruselgarten geht es beim nächsten Mal. Diese Folge ist zwar jetzt kurz, aber wir haben auch den Boss erledigt. Und das ist doch schon mal was Gutes, würde ich sagen. Ja. Beim nächsten Mal geht's dann in den Angstrasen. Und ich denke mal, das wird um einiges schwerer sein als die letzten Kampagnen. Jetzt bei zwei habe ich natürlich extrem gefällt, jetzt bei der 6 und der 7 war es. Gut, da habe ich jetzt noch Silber geholt. Aber egal, wir sind immerhin gut durchgekommen. Ja, ich habe jetzt gerade noch die Folge ein bisschen herausgezögert, damit es nicht nur 7 Minuten sind. Jetzt sind es nämlich 8 Minuten. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich freue mich.